Ja, wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und willkommen zurück zu Persona 5. Es sind 6 Millionen Grad draußen, deswegen bläst hier hinter mir schon wieder der Ventilator. Ihr werdet hoffentlich nichts von ihm mitbekommen, falls doch. Tut's mir leid, ich werde mein Möglichstes tun, um den rauszukatten. Ja, wir sind immer noch tief drin im Mementos. Ich habe, wie angekündigt, mal ganz schnell was fusioniert, und zwar den kennen wir schon, Kurama Tengu. Der jetzt allerdings in einer anderen Version hier ist, der kann nämlich jetzt Holy Skills und deswegen ist er ganz nützlich. Und auf dem Weg hierher habe ich ein Nebiros, also jetzt rede ich schon von denen hier wie Pokémon. Ich habe Nebiros rekrutiert, der nicht allzu viel kann, aber zumindest als Fusionsmaterial wahrscheinlich dann nützlich sein wird. Dieses Mal wird es mir nicht passieren, dass ich diese eine Wache da übersehe. So, es ist nach wie vor leider überhaupt kein Safe Room in Sicht. Tja, mal gucken. Halt, Moment, habe ich bei dem schon Wind probiert? Ja, da ist es sogar stark gegen. Dann könnte ja eventuell Blitz was machen, oder? Schade. Feuer haben wir noch nicht. Es sind keine Fernkampfeingriffe, oder? Nein, das dachte ich mir schon. So, vielleicht ja das. Auch nicht. Vielleicht ja das. Alter, das dürfte sogar zurück. Was ist denn los mit euch? Nein. Alter, alle vier. Au. Warum nochmal? Alter, was ist denn? Ich hasse sowas. So, habe ich irgendeinen mit Gruppenteilung? Ja. Bitte sei jetzt nicht... Alter, er ist shaken. Warum? Nein. Kann der jetzt bitte mal... Nein, warum? Okay, alles klar, ich muss. Ach, meine Fresse, sind so gefährlich. Das ist natürlich jetzt richtig dreckig. Ja, danke. Heilst du mich jetzt vielleicht? Charged up, okay. Bringt ja voll viel, wenn ich dann die hier angreifen kann. Ist auch shaken. Warum dürfen die dauernd angreifen? So, kannst du... Warum? Die ist weggerannt. Willst du mich verarschen? Das geht ja gut los. Die ist auch weggerannt. Warum? Okay. Ciao. Das war ja jetzt... Alter, ich hasse euch. Was ist denn hier jetzt los auf einmal? Vor allen Dingen, das ist auch noch nie passiert. Da sind die einfach weggerannt. There are standards, laws, rules, manners, common sense. Following those things is the only correct way of living. What is there to be confused about? Anyone who can't do that is just an outcast. All you really have to do is obey the rules. How pathetic. He should be more aware of his own situation. Ja, also solange man den Regeln folgt, ist alles okay, denken die Typen hier zumindest. Die sind echt so ein kleines bisschen verloren. Warum kann ich hier links und rechts? Ach so, hier öffnet sich bestimmt dann irgendwann ein Weg. Beziehungsweise sehr bald sogar. This is the same kind of thing as earlier. It should be for the most part. Give it a try, ja. Okay, also wieder irgendwelche Flächen ablaufen. Ja, ja. So. 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 Schon gelöst. Easy peasy. Dankeschön.
Nee, falscher Knopf. Immer noch nichts, was nach einem Safe Room aussieht. Da unten ist aber, glaube ich, noch so ein Rätsel, oder? In the long term, your struggles will transform into nourishment. All you need is to endure. No matter how much they beat or kick you, it is all for your own self-benefit in the end. If anything, I should feel thankful. This is exactly what I deserve. Okay, also man soll einfach alles aushalten, was einem die Welt so entgegenwirft, weil im Endeffekt ist es alles nur zu deinem Besten. Alter. Ja, also es ist relativ eindeutig. Also das stimmt schon, was ich gesagt habe. Hier geht's halt wirklich nur darum... Also hier sind halt all die Leute, die sagen, okay, die machen einfach nur, was ihnen gesagt wird. Die folgen quasi wie ein Lamm dem Hirten. Bloß nichts hinterfragen, bloß nicht irgendwie versuchen, was zu verbessern oder zu verändern. Im Endeffekt ist das alles schon gut so, was hier passiert. Ich frage mich, ob das teilweise auch eine Bedeutung hat, dass jetzt speziell diese Personas in den Palästen sind. Also die hier sind. Ja, hier, gib mir Money. Dankeschön. Verzieh dich. Oder ob das einfach nur ist, weil die halt gerade das Level haben. Ich denke eher letzteres, also. Aber naja. Aber was steckt da jetzt dahinter? Also was ist jetzt letzten Endes der Auslöser dafür? Irgendwer oder irgendwas muss ja dafür sorgen, dass die Leute hier so drauf sind. Das ist ja letzten Endes auch wieder nur das gedankliche Abbild von irgendjemandem. Ja gut, der Öffentlichkeit, klar. Ah ja, du warst der, für den ich diese Bless-Skills brauchte. Zumindest dachte ich das. Ah, alles klar. Gegen physischen Schaden etwa? Nein. Okay, alles klar. Das dachte ich mir fast schon. Also, der ist tatsächlich gegen nichts anfällig. Dann habe ich wohl keine andere Wahl, als euren Angriff zu senken. Das Ding ist, ich habe schon wieder fast keine SP mehr, aber ich kann ja nicht raus hier, oder? Au. Arsch. Nochmal! Und dann trifft er auch noch kritisch. Alter. Okay, versuch die mal einzuschläfern. Nice. So, alle heilen bitte. Das wäre natürlich scheiße, wenn jetzt der Boss kommt und ich habe hier irgendwie 48 und 60 SP. Na gut. Greif einfach mal an. Dass da echt jetzt keine Möglichkeit ist, die irgendwie zu kriegen. Ich könnte das hier versuchen. Bock zu verzweifeln? Ja! Das funktioniert sehr oft. Wenn sonst nichts hilft, einfach verzweifeln lassen. Ha-ja! Pam, pam, pam. Ich prügel dich zu Tode. Nein. Haha, der ist verzweifelt. So. Der ist auch geschockt. Alter. Auf einmal spielt das eine Rolle, ne? Während des gesamten Spiels hat dieses ganze Schock- und Einfrieren-Zeug kaum eine Rolle gespielt. Jetzt auf einmal. Und warum denn schon wieder? Das hat er diesmal Morgana verfehlt. Zack, zack, zack. Ja, hau rein. Bringt zwar nicht mehr viel, aber was soll's.
Und nu? Wartet mal. Irritable. Was brauchen die nochmal? Sorry, ich muss nochmal kurz im Internet gucken. Persona 5. So, was brauchen Irritables? Sorry. Aber ich hätte den gerne im Team. Einer, der überhaupt keine Schwächen hat, ist sicherlich nicht uninteressant. Also der braucht ernsthafte Antworten. Okay, dann wollen wir mal gucken. Yeah, are you a human? If you are, then you should understand me, right? I wonder if this is it for me. If I'd know things would turn out like this, I wish I had found the courage to ask that girl out. Too late for regrets. Perfect. It's cliched, but we could chat about life. Ask each other things like what kind of girls we like. Ich mag ältere Frauen. Okay, hat geklappt. War jetzt mehr geraten. Lol, was hat denn der für einen Schlüpfer an? Sehe ich jetzt erst. Okay. Und es ist Dionysos, der griechische Gott der Feiern und des Weins. Interessant. Level up für die Mädels. Ja, wie gesagt, eine Nummer so. Es wird gerade ein bisschen knapp hier. Das hier kann ich nicht nutzen gerade. Das, da habe ich aber auch bloß noch zwei. Das ist, gefällt mir alles nicht so. Wir hatten mal noch. Ja, Morgana, Ryuji stattdessen einfach mal jetzt rein hier. Hallo? Warum drücke ich dauernd das Falsche? Schon wieder. Schon wieder? Wartet. Es ist warm. Es ist sauwarm. So, das und Haru. So, alles klar. Wieder geht's. Mit dir. Leider. Aber kommt schon, Leute. Ich muss doch irgendwann mal rauskennen. Die können mich doch jetzt hier nicht mit nix dann am Ende gegen einen Boss ankämpfen lassen. Pam, 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 pam. Du, Money, los. Danke. Das Geld könnte ich eventuell noch zum Fusionieren brauchen. Kann mir zwar nichts mehr kaufen. Zumindest nicht mehr, wenn wir nicht mehr in die echte Welt können, aber... Naja. Okay. So, die sind alle versorgt. Kommt hier vorne schon wieder ein Rätsel? Also ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das Spiel hier jetzt so auflaufen lässt und sagt, ja, okay, gut. Oh, alles klar, so, Moment. So. Wartet, ich muss mir gerade mal was überlegen. Ich muss am Ende da rauskommen. So. Ja. So, und jetzt hier rum. Haben wir. Ergibt sich dann eigentlich schon, wenn man es dann sieht. Ist kein super schweres Level, ding, aber kriege ich jetzt vielleicht mal ein Safe Room zum Speichern. Ich muss sonst dauernd wieder bis hierher spielen, da habe ich eigentlich keinen Bock zu, aber Mann, hier wird's ganz schön finster. Oha. What the shit? It truly seems to go on ad infinitum. Where does it lead? I never expected there would be this much here. But the treasure's presence is getting stronger. We're going in the right direction, for sure.
Ja, no shit, Sherlock. Oh. Get in, we don't have time to go down on foot. Alles klar? Lass dich nicht aus der Bahn werfen. So, was haben wir denn hier? Alter, schon wieder die ganze Zeit nur solche Labyrinthe. Und wahrscheinlich jede Menge Gegner. Du musst ja echt in einem Rutsch durchkommen, oder was? Oder eventuell mal durchrennen. Kamoshida. Since no, Madarame. Kaneshiro's over here. Is President Okumura here too? Father isn't around anymore. Sorry. No, it's okay. More importantly, look there. Shido. Masayoshi Shido. The hell's going on? These guys should have had a change of heart from the palace's disappearing. Hmm. Your bond's as great as always. Come on, come closer. You creep! I'm joking. I don't want any more trouble. I finally get to live. Without having to think for myself now. I mistakenly thought myself to be talented. But now I think I'm a fool for wanting too much. It's no wonder people who can't take a hint get yelled at. I'm done acting like a big shot. Who cares if I'm stupid? It's not like you get punished for being dumb. Nobody needs to strive to be more than they really are. These people seem completely different than they were before. Hmm. I don't think it's because they had a change of heart, though. Wait. Have they chosen a life of captivity after they lost their distorted desires? Unfortunately, Okumura isn't here with us. Nothing can be done for the dead. I'm sorry. Yes, I know. Thank you for the details. Now, if you don't mind, what in the world is this place? It's supposedly called the Prison of Regression. Regression? More importantly, does this look like captivity to you? Why, it's the exact opposite. The utmost freedom is available to anyone who desires it here. This is the freedom to not make decisions. The release from having to think for yourself. It is far more marvelous than the country I wish to create. Release from having to think? But that's... However, there are some fools who cannot stay put in this place. In other words, they are escaped convicts. Of course, I'm talking about our past selves. Such people are segregated from this peaceful world and locked away in their own palace. So those are the palace rulers. I really gotta thank you for changing my heart. I got to come back here after all. We sent him back here? I don't understand. Just what have we been doing by using the cognitive world? Okay, ganz kurz zur Übersetzung. Also die sagen, dieser Ort hier ist der Palast der Regression oder das Gefängnis der Regression. Also das heißt der Rückbildung, Rückschritt, sowas. Es geht praktisch da und also es geht praktisch darum, die Leute, die hier hinkommen, finden praktisch Glück darin, nicht mehr selbst denken zu müssen, keine eigenen Entscheidungen mehr treffen zu müssen. Und es gibt ab und zu mal welche, also die Verbrecher genannt werden, die praktisch die dann abhauen und die leben dann in ihren eigenen Palästen, die wir gesehen haben. Kamoshida, Madarame und so weiter, die hier sind. Und
dadurch, dass wir deren Paläste zerstört haben, haben wir sie praktisch hierher zurückgeschickt. Das bedeutet, die sind jetzt auch wieder, die gehören jetzt auch wieder zur grauen Masse, die eben nicht mehr für sich selber denken will und nicht mehr selbstständig ist. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, es fühlt sich irgendwie falsch an. Also auf der einen Seite haben wir anderen Leuten geholfen, indem wir die Typen hierher zurückgeschickt haben. Aber die haben halt jetzt mehr oder weniger ihr Leben aufgegeben, also oder zumindest ihre Fähigkeit, selbstständig zu denken. Ja, wir wollen die Gesellschaft verändern. Get a hold of yourself, Inari! Yes, you're right. I'm sorry. Having the freedom to not make your own decisions only means that someone else is controlling you. Tell me, who is the ruler here? Who made all of this? What an odd question to ask. It should be obvious. Every member of the general public. Haven't you learned anything in school? The collective ruler of a democratic country is its people. Don't lie out of your ass like that! I mean, there was a guard here earlier. That means someone's gotta be looking out for you guys, right? You may be right. We are the ones looking out upon everyone else. No. So the ones who least want the prison to be tampered with are the prisoners themselves? It don't matter what this guy's talking about. We're gonna erase all of Mementos anyways. Come on, let's keep going. Mona, the treasure's in the deepest part, right? Mona? I do remember this place. I saw the humans in here, and realized I looked different than them for some reason. Right. That's when I started to think I wanted to turn into a human. Is that why you thought you would regain your true form if we destroyed Mementos? Sorry, I'm still missing a lot of my memories, but I know I started randomly checking a bunch of palaces. Then my next memory is about that bastard Kamoshida's. Yeah. I'm starting to remember more. What are you doing here? Was los? Guards again? And there are more of them this time! Damn it. We got careless. Let's run! I've discovered some escaped inmates. Catch them at once! Nein, bitte nicht. Ich habe eigentlich keinen Bock zu kämpfen dieses Mal. Okay, also hier gibt's eigentlich in dem Sinne keinen Herrscher, sagt Chido, sondern es ist halt die gesamte Öffentlichkeit, die der Herrscher dieses Palastes ist. Und die Leute hier sind eigentlich keine Gefangenen, die sind eher freiwillig hier. Das bedeutet, diejenigen, die am wenigsten wollen, dass dieses Gefängnis untergeht, sind die, die hier gefangen sind. Hm. They just had to come peeling out. Let's do this. Okay. Nein, tut mir leid, wir tun das jetzt nicht, denn aus Zeitgründen... Oh, Position Hack. Okay, alles klar. Ich komme doch noch hier raus. Dein Moment. Ich würde aber trotzdem gerne die Folge dann gleich beenden. Gib mir so Money, bitte. I didn't ask for this. Gib mir Kohle und verzieh dich, bitte. Ich will einfach nur... Ja. Aber wie sieht dann der Boss aus? Einfach nur eine riesige Menschenmasse? Mit immer und immer und immer mehr Gegnern? Keine Ahnung. Soll das eine Art Seitenhieb auf die Demokratie sein? Ich kann ja echt nicht speichern, oder? Nein. Ja gut, alles klar. Ich würde trotzdem sagen, wir machen an der Stelle hier mal Schluss. Hoffe, ihr hattet wieder ein kleines bisschen Spaß. Ich bin ein bisschen ängstlich, wie das hier noch weitergehen soll, weil wegen SP und so. Also ich weiß nicht, wie lange der Palast geht, aber ich scheine ihn nicht verlassen zu können. Es gibt keine richtigen Speicherpunkte, zumindest sehe ich hier jetzt noch keinen. Zumindest keinen typischen, wie wir das aus anderen Palästen kennen. Naja, mal sehen, was das hier noch wird. Lasst mir bitte noch eine Bewertung da, würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Noch besser wäre ein netter Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Haut rein! Yeah, so